Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Tower of Hell zusammen mit Roblox. Yeah! Phoenix! Woo! Tower of Hell, ich liebe Tower of Hell. Ja, du weißt ganz genau. Ey, du darfst nicht zuerst laufen. Ich muss vorlaufen. Okay. Ja, lauf vor, mach dein Ding. Ja. Wisst ihr, Leute, ich lasse ihm jetzt erstmal so einen 30 Sekunden Vorsprung, dass er auch noch die Möglichkeit hat zu gewinnen. Danke, Bruder. Es wird jetzt zum Verhängnis Problem. Werden, weil der Gewinner muss den Ei. Nein! Oh. Genau. Wenn ich gewinne, musst du mir 100 Euro zahlen. Und der Gewinner muss dem Verlierer auch 100 Euro zahlen. Genau, also müssen wir uns gegenseitig immer 100 Euro zahlen. Genau. Warte, nein. Aber ich werde trotzdem gewinnen. Du mir, nicht ich dir. Für die Ehre. Ich werde gewinnen. Was? Ich bin ein Gewinner. Sollte man hier lang springen? Ach, ich habe keine Ahnung. Nee, du hättest da drüber springen sollen und dann hier lang. Du schaffst ja nicht mal die erste mir das Stage. Nicht? Du Loser. Ja, weißt du, das ist alles Taktik von mir. Ich spiele jetzt ein bisschen auf Zeit, weil in 2,5 Minuten ist sowieso vorbei. Bis dahin schaffst du den Tower eh nicht. Mhm. Und ich kann dann in aller Ruhe schon mal den nächsten Tower studieren. Ja, du hast recht. Ah, ich war die ganze Zeit. Ich hasse Tower of Hell. Warum ist man hier eigentlich A6? Tower of Hell ist ein gutes Spiel, lass Tower of Hell nur. Hä, seit wann ist. Die Stages sind anders. Ja, das sind neue Stages alles. Aber der Timer ist immer noch. Ich verstehe es nicht. Weil die Stages sind anders? Die Stage hier unten ist anders. Oh, ja, meine ist gleich geblieben. Ja, nur die unterste Stage ist anders. Hm. Ich schwöre, der hat irgendwas gemacht. Ja, der hat. Der hat das Warte, Spiel wurde hier die Stage uns. Hinzugefügt? Ich glaube auch. Die war davor nicht da. Ja. Oh, Gott. Ich bin an der oberen Stage hängen geblieben. Ich habe das gekauft, die neue Stage unten. Eigentlich wollte ich den Timer verlängern, aber ich habe verlängern gekauft und dann das fügt einen Abschnitt unten hinzu. Lol. Also ich habe den Tower noch länger gemacht. Danke, dass du den Tower länger gemacht hast, Felix. Da bin ich echt froh drüber. Das hat mich echt glücklich gemacht. Jetzt brauche ich noch eine Stage mehr. Ich meine, die erste Stage schaffe ich inzwischen. Ich mache sowas gerne. Ja. Bin wenigstens jetzt schon bei der Lavendel-Stage. Das ist die dritte von 8 oder so gefühlt. Und ich habe zur grünen Stage geschafft. Nur noch eine Minute, was? Ja, ich habe doch gesagt, ich spiele auf Zeit. Das hier ist nur, um ein bisschen reinzukommen für mich. Aber beim nächsten Tower, da werde ich dich so vernichten. Naja, aber warum solltest du auf Zeit spielen? Was für einen Vorteil bringt dir das? Weil ich sonst eh verliere. Das bringt dir kein... Oh, ich bin runtergefallen. Nein! Ich bin nicht runtergefallen. Loser, loser, loser. Du bist runtergefallen. Ich habe es rechts gesehen. Warum bin ich da nicht unten? Hä? Na, ich wollte nur mal die erste Stage machen, die ich gerade gekauft habe für 150 Punkte. Ja. Die du hast 150 Punkte, ich habe 29. Jetzt habe ich 56 noch. Oh, ich bin tot. Wie viel Tower of Hell hast du damals gespielt? Hä? Wo laufe ich hier lang? Ist das überhaupt der richtige Weg? Zwei. Ich glaube nicht sehr viel. Ich glaube, immer wenn du gewinnst, bekommst du schon irgendwie 100 Punkte oder so. Ja, wann also hast du... Wie oft hast du gewonnen? 3-4 Mal vielleicht. Was? Okay, schnell, schnell. Oh nein, neue Stage. Okay. Ich werde gewinnen. Nein, ich werde gewinnen. Ich bin ein Gewinnertyp, du nicht. Du bist ein Verlierertyp. Ich hab nichts gehört. Okay, warte. Nebelig okay, verlängern, unverwundbar. Warum kann ich das nicht kaufen? Ich bin bereit, Robux auszugeben. Ich gebe euch Geld. Ich will euch Geld geben, Tower of Hell. Nee, das darfst du nicht. Oh, da wäre extra Zeit gewesen. Das kostet sogar nur 50 von diesen Punkten. Hätte ich die ganze Zeit kaufen können. Aha. Kauf mal ein bisschen extra Zeit, ich werde sie brauchen. Ich brauche sie noch nicht, ich kaufe sie erst, wenn ich sie brauche. Aber die erste Stage war komplett easy, die zweite ist diese auch... Diese erste Stage, die macht mir so viel Struggle. Die zweite Stage ist straight up einfach hochlaufen und dann hast du die auch durch. Ja, und deswegen bist du gerade mal bei der zweiten Stage. Mhm. Ja? Felix, wie oft bist du schon runtergefallen? Zweimal? Ich habe gewartet auf dich. Locker eine Minute. Was wartest du auf mich? Das ist ein Rennen. Du hast gesagt, warte. Und dann habe ich gewartet. Okay, das muss ich mir merken, dass das funktioniert. Ja, ich bin halt ein ehrenhafter Mensch. Oh mein Gott, ich habe den Sprung geschafft. Ich wäre fast gestorben. Ich würde niemals sterben, weil ich bin jetzt bei Movement von Uwu Pik. Oh nein. Nein! Ach komm schon! Ich hab mich nur gekratzt. Warum kratze ich mich, wenn ich sowas mache? Du bist ein toter Mann. Felix, warum kratze ich mich? Oh. Ja, du solltest mal damit aufhören, Real Talk. Ich bin der Weiteste in dieser Obby gerade. Okay, und ich bin gerade wieder gestorben. Die erste Stage macht mir Struggle. Mhm. Alleine, wenn ich daran denke, dass ich jedes Mal, wenn ich versage, nochmal durch die erste Stage durch muss. Ich habe gerade Angst, wenn ich sterbe, dass ich nochmal durch diese Stage durch muss. Oh nein, da gibt's doch schlimmere Stages oben. Ich finde schon. Ich kann das nicht schaffen. Oh, ich kann... Oh, ja! Ich bin fast gestorben. Komm, wir wechseln Server. Nee. Please. Nein. Nur einmal. Nee, warum sollten wir? Ich will jetzt diese Obby. Ich bin doch nicht gestorben. Ich wechsle jetzt gar keinen Server. Doch. Nee, erst wenn ich sterbe vielleicht. Aber diese Stages sind krank. Warum existieren die? Das ist ja auch der Tower auf Hell und nicht der Tower auf Schmusen. Ich sterbe jedes Mal bei der ersten Stage. Danke, ich schaffe die erste Stage nicht, Felix.
Oh, bin bei der Felix, wenn du stirbst, musst du auch durch die erste Stage durch. Ja, ich fand die aber nicht so schlimm. Ich bin bei dir nicht gestorben. Ja, aber auch nur, weil du Beine hast. Ja, du hast genauso Beine. Nein, meine Beine sind entblößt. Tower of Hell hat mir die Hose ausgezogen. Weißt du, hast deine Hose noch an. Das heißt, wenn du die Killparts so ein bisschen berührst, dann fängt deine Hose das ab. Du stirbst nicht direkt, aber ich sterb direkt, weil ich bin nackt. Du hast mehr Bewegungsfreiheit. Du kannst dich viel besser bewegen hier. Was für bewegen? Ja, bewegen. Kennst du nicht den Struggle, wenn du nackt bist und durch Brennnesseln durchlaufen musst? Das ist die erste Stage für mich. Ich glaube, das ist nicht ganz das gleiche Gefühl. Weil du kannst den Brennnesseln immer noch ausweichen. Du musst es nur wollen. Bei echten Brennnesseln kann man das auch. Ja, Mann. Also, Anton, wie sieht's aus da unten? Ja, ich sag ja, dieser Server hier zählt nicht. Was? Warum zählt dieser Server nicht? Dieser Server zählt nicht, weil wir keine 8 Minuten voll kriegen. Okay. Das ist ein guter Punkt. Oh, also, ich hab's gewonnen. Ich hab's geschafft. Ich bin jetzt beim Movement. Uwu. Oh. Ja. Warum bewegt sich das? Die Stage heißt Movement. Deswegen vielleicht. Ich stehe nicht in der Luft, Bro. Warum stehst du in der Luft, Bro? Warum move das so komisch? Du hast noch 1,5 Minuten. Nein, du hast noch 1,5 Minuten. Willst du mehr Zeit? Oh. Ich will den Server wechseln. Der Server zählt nicht. Ich glaube, du brauchst keine Zeit. Von mir aus wechseln wir den Server. Leute, Felix hat mich gezwungen, das jetzt zu spielen. Ich habe vor einem Jahr gesagt, ich mag kein Tower of Hell. Das ist absolut nicht wahr. Du hast gesagt, du willst das machen. Und nein, du sagtest aber Tower of Hell und ich sagte, ich mag das nicht. Und dann hast du gesagt, ja, lass Tower of Hell machen. Ja, weil ich keinen besseren Vorschlag hatte. Siehst du? Und dann werde ich wieder geblamed für alles. Ja, weil du auch schuld bist. Ey, du bist unter mir. Das ist ziemlich peinlich. Siehst du? Also ich bin bisher noch vorne. Das bedeutet, ich bin immer noch am Gewinnen. Nee, ich glaube, dieser gelbe Strich bei mir zählt. Ich sehe keinen gelben Strich. Ach, der gelbe Strich von mir da im grünen Bereich. Ja, ja, das ist meiner. Nee, ich meine den im weißen Bereich. Da, wo 100 Punkte daneben steht. Den sehe ich nicht, also zählt das nicht. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Seht ihr diesen Strich? Also ich sehe diesen Strich nicht, von dem er spricht. Schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr den Strich seht. Nee, schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr ihn nicht seht. Nee, andersrum. Nee, doch. Oh, noch 10 Sekunden. Dann kann ich dich nochmal zerstören. Ja, ich schaff das. Ja. Vor allem... Noch 5? Halbe Zeit. Ja, halbe Zeit. Ach, warum sind die Plattformen so langsam? Hallo? Oh. Hallo? Okay, jetzt geht's. Jetzt geht's los. Der Rest war Aufwärmung. Go, 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 go. Der Gewinner kriegt 100 Euro. Von der Hausaufgabe. Warte mal, der Hausaufgabe? Ja, ja. Oh, den kenne ich. Ja, ja. Ich weiß. Okay, ich hab schon beim ersten Sprung verkackt davor. Tja. Ich hab den nicht geschafft. Mich nennt man ein Gewinner. Geh runter. Nee. Oh, Mist, ich kann dich nicht schubsen. Loose Escalator. Oh. No. Ja, ist voll langsam. Der Block kommt. Oh nein, 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 das ist so einer. Ja, ja, ja. Einfach die ganze Zeit springen. Ah. Wenn du die ganze Zeit springst, dann kann dir nichts passieren. Ja, und warum sagst du mir das nicht vorher? Du Ehrenlos, du wolltest mich sabotieren, ne? Du hast mir das nicht vorher gesagt, weil du mich sabotieren wolltest. Ich hab's auch nicht geschafft. Ja, und trotzdem bist du vor mir. Ja, ja, Lügen Felix. Oh. Leute, schreibt mal Hashtag LügenFelix in den Chat, aber ohne Hashtag, weil sonst werdet ihr von YouTube blockiert. Schreibt mal LügenConny in den Chat. Nein, schreibt mal LügenFelix in den Chat. Felix würde niemals lügen. Ich bin ein absolut ehrlicher Mensch, manchmal. Ey, was soll man da machen? Die Stage ist nicht möglich, weil das spinnt immer schneller. Ja, einfach springen. Ja, aber wenn ich springe, spinnt er auch immer schneller. Und jedes Mal, wenn ich aufkomme, spinnt er mich weiter zurück. Nee, doch. Macht er gar nicht. Hat er ja. Gar nicht. Leute, ihr habt das doch eben gesehen. Ja, ja, ihr habt das doch gesehen, Leute. Du springst einfach nicht auf den richtigen Parts. Okay, ich hab's geschafft. Jetzt bei Felix schummelt. Abstrakte Kunst. Oh, die hatten wir schon mal. Das ist eine leichte Stage. Das war die erste vom ersten Mal. Hm. Da gab es einen Sprung, der halbwegs schwierig war. Okay, ich bin bei Weichsel-Terror. Cool. Gott, liebe ich Weichsel-Terror. Also ich finde, ja, du hast recht. Die gelbe Stage ist ziemlich einfach. Oh, wir haben einen Doppelsprung. Wir? Nein, nicht Doppelsprung. Ich habe dafür die Robux ausgegeben, nicht du. Wir alle haben Doppelsprung. Ja, aber warum ist das Spiel immer so zu mir? Das ist nett. Ich hätte das gar nicht mitbekommen. Hättest du es nicht gesagt. Ich habe es doch gar nicht gesagt. Wie bist du überhaupt darauf gekommen? Ich habe aus Versehen einen Doppelsprung benutzt. Du Ehrenloser. Nein! Ey, du hast doch so viele Punkte. Kauf mal, dass die Killparts nicht mehr killen, danke. Nee, ich glaube, kauf gleich, dass jeder gekillt wird automatisch. Sowas? Kann ich Leute umbringen lassen? Das wäre ehrenlos. Das wäre so ehrenlos. Also ich habe 44 Punkte aktuell, ja? Ich bin weit vor dir. Das ist gut. Wie viel hast du? 44. Oh, du bist bei der vorletzten Stage. Was? Ich hab so rechts gesehen. Ich geh zu den Pro Towers. Traurig. Das ist so traurig. Nur die Pro Towers zählen, Felix. Ja, ich bin jetzt bei den Pro Towers. Muss ich jetzt nachkommen? Oh, Mann. Okay. Dann machen wir wohl jetzt die Pro Towers.
Warum sind das hier die Protoss? Was war denn eben an den Tower nicht Pro? Oh, du bist gar nicht bei mir. Ja. Müssen wir kurz nachjoinen. Felix, können wir uns darauf einigen, dass Tower of Hell unmöglich ist und das noch nie jemand geschafft hat? Nee, ich weiß nicht, ob wir uns darauf einigen können. Warum nicht? Aber ich sehe nur gerade die Pro Towers. Die Pro Towers sind viel einfacher. Wir haben ein paar mehr Stages aber. Wir haben ein paar mehr Stages, aber die Stages sind einfacher. Okay, fangen wir uns gleich mal an. Weil jetzt haben wir einen neuen Tower. Oh, zurückgesetzt. Ich glaube, bei den Pro Towers denken die, jo, wer einen Wandsprung machen kann, ist ein Pro. Ich denke mir so, nee, diese anderen Minisprünge, die machen Pros. Wandsprung? Ja, dass man so um die Ecke springt. Ach so. Ich dachte gerade, was für einen Wandsprung meinst du? Hast du noch einen Wandsprung gemacht oder was? Nee, tatsächlich noch nicht in Tower of Hell. Also bei den Pro Towers komme ich viel besser zurecht, was? Oh mein Gott, das ist Lava. Seh, die Stages sind nicht wirklich schwer. Ja, Digga, ich ace hier durch. Ja, Mann. Tower of Hell Pro Towers sind einfacher als Tower of Hell. Ja, komm, Felix, geh weg, runter. Du blockierst meine Sicht. Ich springe einfach dem hinterher, der wird schon wissen, was er macht. Ja, ja. Ja, ja. Ich springe okay, den Typen da hinter mir her, also diesem einen Fetten da. Okay, okay. Wenn du meinst. Was denn? Okay, ich lebe. Alles gut. Boah, was denn? Wie schnell bist du gerade nachgekommen? Naja, ich bin einfach nachgekommen, ne? Ich lass dich mal vorgehen, weil dieser eine Fettsack, der vor mir ist, der ist echt fett und hässlich und blockiert meine Sicht. Okay, sorry. So. Aha. Ich hasse dich, Anton, ich hasse dich. Oh. Ich weiß auch nicht, was ich mir gerade dabei gedacht habe. Das zählt nicht, das zählt nicht. Eigentlich war die Stage auch easy. Ah ja, das zählt. Natürlich zählt das nicht. Natürlich zählt das nicht. Ich will zurück an meine Position. Hä, was soll denn das? Und vor allem kriegt man da nur 27 Punkte, hä? Ja. Ich habe doch viel mehr Stages geschafft. Nur weil die Stages einfacher waren. Ich meine, sie nennen sich doch selbst Pro Towers, hä? Nee, Pro, weil für peinlich, wer nicht gewinnt. Ich habe gerade so eine Abkürzung versucht wie dieser eine Typ, aber ich bin runtergefallen. Die Abkürzung funktioniert nicht, der hat gelogen. So ein Lügner. Ja. Du lügst, Faker. Ah! Hätte auch weh loslassen können, aber ich dachte mir, das mache ich jetzt. Ja, ja, ich kenne diese Momente, wo man sich so denkt, ich mache das jetzt. Das ist ja auch der Moment, warum ich da ursprünglich gestorben bin. Ich hätte auch Leertaste loslassen können, aber ich dachte mir, ich mache das jetzt. Weißt du, was ich mir jetzt denke? Doppelsprung? Warte, du hast 35 Robux für Doppelsprung ausgegeben? Das kostet nichts. Nee, bist du etwa so arm, Felix? Ich bin nicht arm, ich will nur dich. Du willst nicht. Das ist meine freie Entscheidung. Übrigens, du willst nur nicht. Leute, wenn ihr unterstützen wollt, dass ich immer weiter so Robux ausgeben kann in meinem Spielen und Felix vielleicht auch irgendwann mal, dann immer schön Robux donaten in unseren Roblox-Spielen in Club-Based. Ja, okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, abonniert Felix. Bis dann und ciao!